Herzlich willkommen zurück. Ich habe offscreen jetzt einiges gemacht, davon werde ich euch gleich berichten. Aber zunächst mal würde ich in dieser Folge tatsächlich versuchen. Sehen wir haben hier drin noch ganz viel Roggen und Weizen. Dass wir uns hier von jeweils einen Teil schnappen und den mal ausdreschen. Ja, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich habe ganz viel Sachen gesammelt und verkauft und habe mir schon wieder 300 Münzen zusammengeholt. Und machen wir uns mal kurz hier ans Werk. Weizenkörner. So, während es läuft. Dann bin ich rumgelaufen, habe ganz viele Bäume gefällt, Steine gesammelt, einfach Ressourcen gesammelt. Ich habe einen ganzen Tag verbracht jetzt mit Ressourcen sammeln. War noch mal ein bisschen jagen und so. Und habe ein bisschen geschaut, wie... Moment, die müssen wir alle machen. Wie komme ich voran? Was fehlt mir? Ich bin nicht 100% sicher, aber mir fehlt so ein bisschen Reputation. Und ich denke, wenn ich die Alwin-Quest weitermache, könnte ich da mehr bekommen. System seine Quest natürlich, ich muss ihn im Bogenschießen bezwingen. Dazu brauche ich einen Bogen. Wie komme ich an einen Bogen? Ich muss mir einen Bogen selber herstellen. Das wird sagen, ich packe hier einfach die Körner rein. Das soll ich selber ausbringen, oder? Zack. Weizen auch. Ja, wie komme ich an den Bogen? Wir können hier drin uns einen Bogen herstellen, in der Werkbank. Und zwar bei Holzwaffen. Hier gibt es verschiedene Bögen. Die habe ich noch nicht freigeschalten, aber diesen hier. Brauche ich Leinfaden, ja. Nächstes Problem. Leinfaden habe ich nicht. Ich habe 6 Flachshalm, für einen Leinfaden brauche ich 10 Flachshalm. Kann man nicht machen. Gut. Wir haben aber hier auf diesem Feld Flachs angesät. Heißt, was machen wir? Wir müssen warten, bis das Flachs gewachsen ist, geerntet ist. Und dann können wir uns einen Bogen bauen und können dann Alwin besiegen. Und dann hoffe ich doch, dass es weitergeht. Bis dahin ist jetzt einiges zu tun. Einiges an Zeit. Wo wir mal schauen können, was wir tun werden. Und ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Bäume gefällt. Und stehen überall noch die Baumstümpfe rum. Demher würde ich sagen, ich baue mir hier jetzt eine Holzschaufel. Dafür brauche ich 2 Rundhölzer. Haben wir hier welche drin? Hammer. Machen wir uns eine Holzschaufel und dann machen wir uns auf den Weg, dass wir ein bisschen Baumstümpfe einsammeln. Dann sind die weg, wir haben wieder was geschafft und Zeit totgeschlagen. Da hinten waren relativ viele. Die würde ich sagen, holen wir uns jetzt. Und ja. Ist schon gut, wenn ihr dabei seid. Aber dann seht ihr natürlich auch direkt, wenn ich irgendwas freischalte. Habe ich das jetzt gesagt oder nicht? Ich habe die Fischerhütte freigeschalten. Das ist natürlich offscreen passiert. Ja. Es ist halt, es gibt so viel Sachen noch zu freischalten. Ich kann nur sehr schwer abschätzen, wann wird was freigeschalten. Wann solltet ihr dabei sein? Wann kann ich so für mich alleine arbeiten? Um euch nicht zu langweilen. Aus dem Grund seid ihr jetzt aktuell wieder dabei. Könnte es sein, ich schalte wieder was frei. Aber ich bin schon relativ schwer jetzt.
Der Knoten da. Ein Hase oder so. Ja, ja. Ich würde sagen, sind zu schwer die Holzstämme. Die lassen wir hier fallen. Die kullern da ein Stück und dann können wir sie später da unten aufsammeln. Während wir hier die Stümpfe der Ahorn alle entfernen. Ich glaube, da hinten war jetzt nichts mehr. Da vorne aber auch nicht gleich, oder? Mal kurz schauen. Doch, da oben. Ja, genau, hier sind noch einige. Weiß nicht, wie viel kann ich denn nehmen? Ein paar Stöcke brauchen wir auch. Wir müssen wieder eine neue Hasenfalle bauen. Wenn hier schon so viel Zeugs rumliegt, nehmen wir das alles mit. So eine Hasenfalle. So was Kleines, so ein bisschen was leveln. Ich glaube, 10 brauche ich für eine Hasenfalle, oder? Wie jetzt schon wieder zu schwer. Sauerei. So, Baumstumpf. Da sind noch welche, aber ich mache jetzt erstmal den hier. Stellen wir uns so hin. Falsch. Wo sind sie denn? Rundhölzer. X, eine 4. Da vorne sind eher weniger, aber da oben sind noch einige. Gehen wir mal zu denen hin und buddeln die hier aus. 4 Stück wieder. Ich fände es cool grafisch, wenn da nicht direkt Gras drüber wäre. Sondern wenn es noch ein bisschen dauert, bis Gras über die Sache wächst, wenn hier so ein bisschen Erde dann wäre. So. Würde ich sagen, jetzt geht's runter Richtung Dorf. Eine Hasenfalle bauen. Und sobald wir die Hasenfalle haben, können wir die Hölzer hier alle einsammeln. Genau, was ich auch gemacht habe, offscreen, ich habe, glaube ich, hier die Felder dreimal neu gesteckt. Können wir reinschauen. Babam, nee, falsch. Hier müssen wir hin. Landwirtschaftstechnik müsste das doch sein, oder? Haben wir schon 187 Punkte. Wir sind auf dem Weg Richtung Schweinestall. Ich denke, das Wichtigste ist, wenn ich überall mal so die Stufe 1 Sachen freischalte. Hier, Produktionstechnik, habe ich schon alle. Aber ich sollte natürlich schon ein paar Sachen produzieren. Vielleicht so Sachen, Weidenkörbe. Gehen die mit Stöcker? Komm, ich kaufe mir mal einen Weidenkorb. Das hier, was es mir an Münzen einbringt. Da machen die nicht so viel. Ich mach mal eine hölzerne Schale noch. Und ein Eimer. Okay. Vielleicht kann man dann auch so ein paar Sachen zukünftig frei produzieren. Brauchen das zwar nicht, weil wir keine Produktionstechnik freispielen müssen mehr. Da haben wir schon ziemlich viel. Es gibt andere Stellen, wo wir noch mehr frei zu schalten haben. Hauptsächlich Landwirtschaftstechnik und Jagd. Aber, ja, wir können uns nicht alles wünschen. Können zumindest dann Geld verdienen, wenn wir die Sachen verkaufen. Jetzt ist die Sache wieder, wo finde ich die Hasenfalle? Ach.
Ah, Dekoration. Stimmt, Vogelfalle. Vogelfalle, komm. Wo macht man denn? Macht man die auf dem Boden oder macht man die im Baum? Ich mache jetzt einfach mal eine dahin. Habe ich noch nie gehabt, so eine Vogelfalle, aber bin ich gespannt. Ob wir damit was fangen können. So. Ein bisschen leichter geworden. Dann holen wir kurz die Holzstämme zusammen. Vielleicht ist das ein Plan, was ich da jetzt gerade... Ein Plan zum Bogen. Und zwar... So ein bisschen Weitenkörbe. Ich schau mal direkt, was so ein Weitenkorb an Ressourcen kostet. Komm her. Ich will doch daran. Einen Eimer kriegt man auf alle Fälle hin. Auf jeden Fall sollten wir leichte Sachen in erster Linie produzieren. Bam. Amboss. Da kann man so Kupfersachen. Schmiede nicht. Nee, warte, wo mache ich denn meinen Weitenkorb? Ich hab den doch jetzt freigekauft. Mal reinschauen hier. Hier in der Werkstatt 1, wo wir uns gerade befinden. Hier an der Werkbank geht's nicht. Das war das Kupfer und Bronze. Kann ich den weiten Korb ans Handarbeit machen? Heute? Handwerk? Irgendwie. Alles gelockt, alles gelockt. Hier ist auch noch alles gelockt. Das sind eh die Gebäude gewesen. Ich muss doch hier drin irgendwo meinen Weitenkorb machen können, oder nicht? Seht ihr das anders? Hier kann ich nur andere Sachen machen. Stimmt, es war die Schmiede. Ich bin doch ein Trottel. Ich bin doch ein Trottel. Es war doch gar nicht die Werkstatt. Ich habe gar keine Werkstatt, oder? Knüppel könnte ich machen. Das ist so Kupferzeugs, das kann ich noch nicht machen.
Steinsichel, Stöcke und Steine. Können wir mal kurz hier gebäudetechnisch. Holzschuppenscheune, Schmiede. Ich habe keine Werkstatt. Ich habe keine Werkstatt. Das ist eine Schmiede. Und jetzt können wir hier so ein paar Sachen mehr herstellen. Steinwerkzeuge. Steinsichel. Doch hier Steine. Und Stöcke. Zu viel. Habe ich denn schon ausgeladen? Ausgeladen habe ich, glaube ich, die Strohbräu nicht. Ich bin jetzt so schwer, dass ich mich nicht bewegen kann. Immer noch. Sag mal. Jetzt geht's. Dann machen wir uns jetzt, nee, keine Steinwaffen, sondern Steinwerkzeuge. 6 Steinsicheln. Schauen wir gleich, wenn wir die fertig haben, wie viel Geld das sie uns einbringen. Und wenn das besser ist wie die Äxte, werden wir zukünftig solche Sachen produzieren. Um Geld zu verdienen. Kann das ja. Na, muss ich mal schauen, wie ich das genau mache. So, schauen wir mal ins Inventar. Steinsichel, 6 Stück. Hier steht 35. Immer das, was hier steht, kriege ich die Hälfte dafür. Okay, ist jetzt gar nicht so viel mehr wie für eine Steinaxt. Knüppel. Moment. Ah, brauche ich kurz noch einen Baumstamm. Machen wir uns einen Knüppel. Wie viel würde denn der einbringen? 1. So, ein Knüppel würde wahrscheinlich 9 dann einbringen. Der wiegt 1,5 Kilo. Einer. Eine Steinaxt wiegt 2,5. Und die Steinsicheln, die sind halt leichter. Ist doch immer das Gesamtgewicht, oder? So ein Speisemeugel esse. Genau, das Gesamtgewicht. Das heißt, doch, wir sollten auf Steinsicheln gehen. Ihr wisst jetzt, wie Steinsicheln zu herstellen sind? 6 Stück wiegen 4,5 Kilo, ist relativ leicht. Seht, jetzt habe ich gerade 10 Kilo Puffer. Ich kann auch ein bisschen unnötiges Zeugs hier aus dem Inventar rauswerfen. Und dann könnten wir hier ja, irgendwie so 20 Steinsicheln immer zum Verkaufen bringen. Und würden dann halt gleich mal irgendwas in der Ecke mit 300 Münzen bekommen. So werde ich jetzt ein bisschen Geld verdienen dann zukünftig. Vogelfalle. Steht auch. Ich muss gleich was essen gehen. Ja,
Da haben wir doch ein bisschen Plan jetzt ausgearbeitet in dieser Folge, wie wir zukünftig weitermachen können. Die Zeit zu überbrücken, bis wir endlich den Bogen haben. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.